Ihnen allen herzlich willkommen auf meinem Hof. Damit bin ich eigentlich auch schon am Ende meiner Begrüßungsansprache. Ich habe eigentlich überhaupt nichts zu sagen heute, sondern ich stehe hier eigentlich vielmehr in Vertretung von Ihnen allen, um mich bei der Stadt zu bedanken, dass sie eben sich auf die Stadtgründung zurückbesinnt und die alten ursprünglichen Rechte dann nochmal ins Leben zurückruft oder zumindest in Erinnerung zurückruft. Vielleicht wird das ein oder andere auch bei den heute Verantwortlichen ankommen, dass man sich ein paar Gedanken macht, was man mit der Stadt in der Zukunft machen kann. Das kann man nur hoffen. Vielen Dank, Durchlaucht. Verehrte Durchlauchten, ich sehe auch Ihre Gattin und die Kinder da drüben sitzen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Neuwieder Mitbürgerinnen und Mitbürger und liebe Gäste, ich nehme an oder ich hoffe zumindest, dass hier auch Gäste von auswärts dabei sind. Eine, wie mir scheint, sehr gelungene Aktion im Rahmen des Jubiläums 350 Jahre Neuwieder Freiheitsrechte findet heute ihren Abschluss. Die Reihe der symbolischen Verkündungen der insgesamt 9 Privilegien, die Graf Friedrich III. Zu Wied im Jahre 1662 in Kraft setzte, an sinnstiftenden Plätzen in unserer Heimatstadt. Ich erinnere ans historische Rathaus, ich erinnere zum Beispiel auch an den Luisenplatz. Sie haben sich im Laufe der vergangenen Wochen wachsender Beliebtheit erfreut und einige der regelmäßigen Besucherinnen und Besucher des heutigen Abends werden vielleicht, hoffentlich in den nächsten Wochen, meist donnerstags gegen 18 Uhr etwas vermissen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, als ich vor gut einem Jahr zum ersten Mal von der Idee hörte, die Verkündung des Stadtrechtsprivilegs von 1662 zu würdigen, stutzte ich zunächst, da wir ja erst vor wenigen Jahren, Sie erinnern sich vielleicht, im Jahre 2003, die Stadtgründung vor 350 Jahren gefeiert haben. Aber so schön dieses Gründungsfest und all das, was da am begleitenden Programm lief, auch gewesen sein mag, bei näherer Beschäftigung mit dem Privileg und seinem historischen Umfeld, da wurde mir deutlich, wie bedeutend die Verkündung der Privilegien wirklich war. Vielleicht sogar historisch markanter als die eigentliche Stadtgründung. Die Stadt Neuwied möchte aber mit ihren Veranstaltungen zu 350 Jahren Neuwieder Freiheitsrechte nicht nur an die Vergangenheit erinnern. Die Bedeutung von Freiheit in der Gegenwart und in der Zukunft soll ebenfalls in den Blickpunkt gerückt werden. Wir wollen deutlich machen, dass Freiheit die unverzichtbare Grundlage ist für Entwicklung und Fortschritt. Wobei ich diese Freiheit einem Satz des Philosophen Jean-Jacques Rousseau definieren möchte, der angemerkt hat, die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Übrigens wurde Rousseau genau 50 Jahre nach Verkündung der Neuwieder Freiheitsrechtsprivilegien geboren, im Jahre 1712, und ist somit ein Zeitgenosse des ersten Fürsten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, viele Mitbürgerinnen und Mitbürger haben uns bei der Vorbereitung der Veranstaltung unterstützt, denen ich bei dieser Gelegenheit noch einmal ausdrücklich für ihr Engagement danken möchte. Da wäre an erster Stelle der Arbeitskreis zu nennen, bestehend aus Vertretern unserer Verwaltung, aber vor allem aus engagierten Bürgerinnen und Bürgern, die sich unserer Stadt verbunden fühlen. Vor fast genau einem Jahr hat er damals noch in etwas kleinerer Besetzung das erste Mal getagt und mit den Vorbereitungen des Jubiläums begonnen. Mein persönlicher Dank gilt daher den Aktiven dieses Arbeitskreises und Sie gestatten mir, dass ich diese auch persönlich nenne. Neben Sophie Charlotte Fürstin zu Wied als Vertreterin des Fürstenhauses sind dies in alphabetischer Reihenfolge. Herr Gerd Anhäuser, Frau Dr. Hildegard Prog, Herr Professor Dr. Josef Freise, Herr Just Gabriel, Herr Erhard Jung, Herr Peter Kehrhein, Frau Kirstin Lück, Frau Margarete Moritz, Herr Dr. Lutz Neizert, Frau Petra Neuendorf, Herr Horst Schilling,
Herr Jochen Tautges und Herr Pfarrer Werner Zupp. Mein Dank gilt aber auch all denjenigen, die den heutigen Abend möglich gemacht haben. Zuallererst natürlich dem Fürstenhaus, dem Hausherrn. Aber auch der Ehrengatte der Stadt Neuwied, die uns heute bewirtet. Den Künstlerinnen und Künstlern, die heute auftreten. Allen voran Thilo Möck und seinem Ensemble Die Harter & Co., die uns schon seit nunmehr 2 Monaten mit ihren szenischen Darstellungen in unsere Stadtgeschichte entführen. Und Joe Knipp, ein früherer Neuwieder Bürger und heute Leiter des Theaters am Sachsenring in Köln und Träger des Kulturpreises unserer Stadt, der uns durch den heutigen Abend führen wird. Zum Schluss vielleicht noch ein Trost für alle, die befürchten, mit dem heutigen Abend enden die Veranstaltungen zu 350 Jahren Neuwieder Freiheitsrechte. Dem ist nicht so. Für den Herbst stehen beispielsweise noch Aktivitäten zum Thema Pressefreiheit auf dem Programm. Einem Thema, das mit der Geschichte unserer Stadt ebenfalls untrennbar verwoben ist. Außerdem können Sie sich natürlich weiterhin für die 9 Filme zu den einzelnen Freiheitsrechten ansehen, die NewCup Werbefilm produziert hat und die auf freiheit-neuwied.de im Internet zu finden sind. Im Übrigen sehr, sehr sehenswerte Filmbeiträge. Und in den nächsten Wochen wird daraus sogar ein Gesamtfilm entstehen, der dann als DVD erhältlich sein wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auf einer gräflich-wiedischen Gedenkmünze, die zur 100-Jahr-Feier der Stadt Neuwied im Jahre 1753 geprägt wurde, lautet die Inschrift Decente Libertate Florescat Neoveda. Sie kennen das alle, im Schmucke der Freiheit erblühe Neuwied. Betrachten wir diese hoffnungsfrohe Aussage aus der Geschichte unserer Stadt als unseren Auftrag für die Gegenwart und für die Zukunft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe schon viele Bekannte hier gesehen. Es ist sehr schön, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Viele haben sich natürlich auch schon Sorgen gemacht. Frau Petra Neuendorf zum Beispiel, die bei einer Besprechung, die wir hatten vor 2 Wochen, als die unbotmäßige Frage auftauchte, was passiert eigentlich, wenn es regnet, sagte, es regnet nicht. Dass das dann solche Konsequenzen haben würde, damit haben wir natürlich nicht gerechnet. Das ist ein bisschen zu viel des Guten fast. Aber ich vermute, Sie werden Ihren Spaß haben. Dass ein solches Fest überhaupt möglich geworden ist, das ist schon von Vorredner, von Herrn Moritz erwähnt worden und das alles auch namentlich, das heißt die Hälfte meiner Notizen kann ich jetzt auch zur Seite legen. Auch meinerseits möchte ich mich sehr bedanken. Es ist für mich eine große Ehre, dass ich diesen Abend ein bisschen, mit diesem Abend ein bisschen durchs Programm führen darf. Ich bin ja ein verzogenes Kind im doppelten Sinne des Wortes. Auch dieser Begriff ist von Frau Neuendorf. Das heißt, ein bisschen auch in dem Geiste hier aufgezogen. Da kann man mal sehen, was Liberalität in einer Stadt anrichten kann. Dass dann die Söhne und Töchter dann doch zum Teil ein bisschen zu unbotmäßig geworden sind. Aber diese Konflikte, dieses Debattieren, auch vieles, was geschehen ist in der Stadt, ist eben nur möglich von wachen Geistern. Und ich glaube, das ist im Grunde genommen auch so ein bisschen die Brücke zur Gegenwart, muss man ganz klar sagen, denn nur wache Geister können Demokratie formen und nur wache Geister können dann auch so begeistern in einer Stadt, dass das Klima immer noch dazu anhält, dass die, die hier geboren worden sind und die das erlebt haben oder die, die dann verzogen sind, wieder hierher zurückkommen und sich an dieser geistigen Wachheit erfreuen und diese Stadt nicht mehr verlassen wollen, im Grunde genommen. Also die Verbindung ist auch meinerseits nie abgerissen. Wir sind aus einem ganz bestimmten Grund hier. 350 Jahre ist es her. 350 Jahre Freiheitsrechte. Dazu muss man sich auch nochmal klar machen, dass 1662 als Friedrich III. Zu Wied diese Stadtprivilegien
verkünden ließ, das überhaupt keine Selbstverständlichkeit war. Das war immerhin 14 Jahre nach dem 30-jährigen Krieg, einer Schlachterei sondergleichen in Deutschland und anderswo, wo eben Dynastien, Länder, Armeen, die zum Teil gar nicht mehr wussten, wer für wen kämpft, und Religionen miteinander in den Krieg zogen und ein Schlachtfest begann, das im Grunde genommen uns immer noch in gewisser Weise prägt. Und wenn dann in so kurzer Zeit danach Religionsfreiheit gewährt wird und auch andere Freiheiten, von denen heute Abend noch die Rede sein wird, dann ist das wirklich ein riesengroßer Schritt gewesen. Das ist wirklich historisch. Und Neuwied gilt heute auch immer noch, gut, dass wir auch uns selber nochmal daran erinnern, in diesem Zusammenhang als wirklich ein Markstein in der Entwicklung. Was die Religionsfreiheit beispielsweise angeht, hieß es ja in diesem Privileg, dass jeder das freie Recht hat, seine Religion auszuüben im eigenen Haus. Und manchmal habe ich den Eindruck, das ist eine ganz besonders moderne Formulierung. Später kamen ja dann die Glaubenshäuser dazu. Auch das kann man noch interpretieren als im eigenen Haus. Was dann in der Folge immer wieder geschieht, ist natürlich, dass man sich fragt, wer hat den größten Gott, wer hat die größte Schrift, wer hat das meiste zu interpretieren und wer ist am schärfsten unterwegs gegen die Ungläubigen. Und dann führt es immer wieder, wir wissen und sehen das bis zum heutigen Tag, zu Religionskriegen, zu Kriegen um Einfluss und Macht. Und insofern ist die Formulierung sehr fein, weil jeder hat das Recht zu denken und zu glauben, was er will. Aber jeder sollte dieses Recht eben auch so in Anspruch nehmen, dass es klar ist, dass man für diese Religion nicht in die Schlacht ziehen sollte und den anderen, den Bruder, dafür töten, dass er etwas anderes glaubt oder meint. Und insofern ist das eine der wichtigsten Privilegien, die damals natürlich auch dazu geführt hat, dieses Privileg, dass viele Verfolgte sich eben hier angesiedelt haben und tatsächlich atmen konnten und dann ihre Häuser gebaut haben. Und es ist eine der schönsten Voraussetzungen für die Entstehung einer Stadt, eines Stadtwesens, dass man sich hier in Frieden begegnen konnte. Es gab Werbebroschüren damals, die kursierten in ganz Europa, wo Neuwied als Stadt des Friedens benannt wurde und alle eingeladen worden sind, hierher zu kommen. Ich finde das sehr nobel, ich finde das wunderbar. Und mit dieser Bemerkung möchte ich auch die erste Szene eröffnen. Es ist schon erwähnt worden, das Theater, Theater & Co. unter Leitung von Thilo Möck spielt jetzt diese ganzen Szenen jede noch einmal, aber heute an diesem besonderen Abend in einem Zug. Deswegen heißt die ganze Veranstaltung auch die ganze Freiheit. Und jetzt Bühne frei für das Theater und die erste Szene zum Thema Religionsfreiheit. Dankeschön. Hört, hört! Wir, Friedrich Graf zu Wied, Herr zu Runkel und Isenburg, tun konnten und fügen zu wissen, jeder männlich in und außerhalb des Römischen Reichs gesessen Erben, hiermit und Kraft dieses öffentlichen Bekennend, vor uns, unsere Erben, ganze Priorität und Sukzessoren, demnach wir unsere grafische Residenz Neuenwied mit unseren und anderen Untertanen zu ersetzen. Und erstlich zwar, so viel denn punktum Religion ist, als welche das Grundfest und Hauptsachlichste ist, betreffend tut, dass wir ihnen, so der reformierten Religion, nicht zugetan. Freie Konzidenz und Exerzitium Religionis in ihren Häusern ungehindert gestatten. Kindlein, schlafe so süß, schlafe mein Kindlein, schlafe so süß, schlafe mein Kindlein, schlafe so süß. Wenn unser Sohn einmal zum Manne wird, werden ihn die Frauen zu Füßen liegen. Und mich wird er zu einem glücklichen Vater machen. Gott zum Gruße. Auf ein Wort, mein Sohn. Was wollt ihr?
Ich warte jetzt schon seit einigen Tagen darauf, dass ihr bei mir vorstellig werdet. Weshalb? Wegen der Taufe des Kindes natürlich. Taufe? Ja, natürlich. Jedes Kind muss getauft werden, so will es Gesetz und Sitte. Aber wir sind doch... Ach, schweigt weit. Sprecht nicht so mit meiner Frau und euer Glauben ist nicht der unsrige. Was mit dem Kind geschieht, das wird nicht durch euch bestimmt. Seid ihr etwa gottlose Ketzer? Wollt ihr, dass dieses Kind gottlos aufwächst? Geht nicht zu weit, Pfaffe. Ich sage euch, wenn ihr dieses Kind nicht taufen lasst, dann werde ich es zu seinem eigenen Schutz in die Obhut der Kirche nehmen. Schweigt jetzt, es reicht. Komm, wir gehen. Halt! Dieses Kind hier! Nein! Wir, Friedrich, Graf zu Wied, Herzog Runkel und Isenburg, geben hiermit allen Bürgern in und außerhalb des Heiligen Römischen Reiches mit diesem Schreiben öffentlich bekannt. Wir wollen unsere neuen gräfliche Residenz Neuwied mit unseren und anderen Untertanen aus benachbarten Fürstentümern, Grafschaften und Herrschaften besetzen. Denen, die sich hier häuslich niederlassen wollen, welchen Standes und Religion sie auch immer sind, wollen wir besondere Freiheiten und Immunitäten versprechen, wie sie im Folgenden genannt werden. Und zwar erstens, in der Frage der Religion, die Grund- und Hauptsächlichste ist, versprechen wir, dass wir uns die Friedensbestimmungen von Münster und Osnabrück halten werden. Auch solchen, die der reformierten Religion nicht angehören, sichern wir freie Ausübung der Religion in ihren Häusern ohne jedwede Störung zu. Dies versprechen wir für uns und unsere Nachfolger für alle Zeiten. Selbst für den Fall, dass im Reich andere Regelungen getroffen würden. Wir, Friedrich, Graf zu Wied, Herzog Runkel und Isenburg, tun kund und fügen zu wissen, jeder männlich in und außerhalb des Römischen Reichs gesessen Erben, hiermit und Kraft dieses öffentlich bekennen vor uns. Unsere Erben, ganze Posterität und Sukzession, demnach wie unsere grafliche Residenz Neuenwied mit unseren und anderen Untertanen zu ersetzen. Diesemnächst, vors Zweite, sollen Sie, Kraft dieser Erklärung von allen ordinär und extraordinär Fruhen und Diensten, wie die auch Namen haben und unter was Schein dieselbe gesucht werden möchten, gleich anderen liberis statuvis gänzlich exempt befreit und erlassen sein. Die Straße muss endlich fertig werden. Ja, kannst du doch selber machen. Hey, willst du Ärger oder was? Ich hab gesagt, du kannst das selber machen, immer dieser blöde Frohendienst. Ich würde dich zu gerne mal meine Peitsche spüren lassen. Aber der Graf hat neue Anweisungen gegeben. Arbeit soll jetzt Spaß machen, heißt es. Kraft durch Freude. Ich habe euch was mitgebracht. Ich denke, das wird euch Spaß machen. Hey, Süße, komm doch mal rüber. Nicht schlecht. Was glaubt ihr eigentlich, wer ich bin? Sicher sagst du ja eine Hure! Nein, aber wir würden gern mehr von dir sehen. Genug der Scherze! Die ist hier, um euch ein wenig anzutreiben. Sie wird euch ein schönes Liedchen singen. Ich hab das rechte Instrument, um sie zum Singen zu bringen. Schluss jetzt! Es wird gearbeitet. Auf geht's! Und eins! Los, ihr Kerle, frisch ans Werk, damit die Straße fertig wird. Soll dieser starke Mann euch gleich zeigen, was man mit der Peitsche alles machen kann. O geliebter Frondienst, Frondienst. O geliebter Frondienst, Frondienst. Lass sie die Peitsche spüren, sie wollen nicht parieren. Ich bin mir sicher, dass der Schmerz sie motiviert. Weiter zu arbeiten, weiter zu hämmern, bis die Straße fertig ist.
dargestellt ist. Bitte nicht die Peitsche, Peitsche. Bitte nicht die Peitsche, Peitsche. Sie machen einfach nichts und schwitzen doch. Was helfen da die Wörter noch? Los, bestrafe sie, nicht besser als sie. Peitschenhiebe brauchen nicht. Ihr könnt uns mal kreuzweis. Kreuzweis. Ein, haltet ein. Habt ihr es denn noch nicht vernommen? Was denn? Der Graf hat den Frondienst abgeschafft. Was? Kein Frondienst mehr? Nie wieder. Ah, ja. Geil. Hey, was soll das? Halt, halt, halt. Du kannst nicht dem Gebot des Grafen widersprechen. Welches Gebot? Der Frondienst wurde abgeschafft. Ja. Und jetzt? Wie war das jetzt mit unserem Spack? Lass mich los, unter der Spack! No! Und was ist mit meinem Spaß? Komm, wir gehen in die Kneipe. Und obwohl auch drittens unseres Grafschafts untertan und mit Leibeigenschaft, Affekt und zugetan sein, so wollen wir gleichwohl demselben Leibeigenschaft auf dero Personen und vorders in Anlehnung dero und derselben Güter, so sie untertan unseres Grafschaft erwerben werden, keineswegs extendiert, sondern dieselbe pro liberes und frei untertan gehalten haben, auch ihnen und ihren Kindeskindern, gleich anderen zu Neuenwied wohnenden Bürgern freistehen. Geh mir! Der Narben lacht, wer Wunden nie gefühlt. Doch still, was schimmert durch das Fenster dort? Es ist der Ost und Julia, die Sonne. Geh auf, holde Sonne, meine Göttin, meine Liebe. Oh, wie sie an die Hand die Wange lehnt, wär ich doch der Handschuh dieser Hand und küsste diese Wange. Weh mir! Oh, horch, sie spricht, sprich noch einmal, holder Engel. Romeo, oh Romeo, verleugne deine Herkunft, deinen Namen. Willst du das nicht? So schwör dich zu meinen Liebsten und ich will länger nicht los Enger sein. Hör ich noch länger oder soll ich reden? Deine Herkunft nur ist mein Problem. Was ist uns Herkunft, was uns Rose heißt? Woher sie auch käme, sie würde lieblich duften. So Romeo, welcher Grafschaft er auch entspränge, würde doch den köstlichen Gehalt bewahren, welcher sein ist ohne Titel. O Romeo, leg deine Herkunft ab. Und für die Herkunft, die dein selbst nicht ist, nimm mich! Ich nehme dich beim Wort. Nenn Liebster mich, so bin ich neu getauft und will fortan kein Bürger von Neuwied mehr sein. Wer bist du, der du von der Nacht beschirmt, dich drängst in meines Herzens Rat? Mit Namen weiß ich nicht zu sagen, wer ich bin. Mein Ohr trank keine 100 Worte noch von diesen Lippen. Doch es kennt den Ton. Bist du nicht Romeo, ein Bürger aus Neuwied? Keins von beiden, meine Liebe, wenn dir eins missfällt. Wie kamst du her? Oh, sag mir und warum? Der Liebe leichte Schwingen trugen mich. Aber wer zeigt dir den Weg zu diesem Ort? Die Liebe, die mich forschen hieß, sie lieh mir Rat. Ich liehe meine Augen. Ich bin kein Steuermann, doch wärst du fern, wie Ufer vom fernsten Meere bespült, ich wagte mich nach solchem Kleinod hin. Du weißt, die Nacht verschleiert mein Gesicht, sonst färbte Mädchenröte meine Wangen um das, was du mich vorhin sagen hörtest. Gern hielt ich streng auf Sitte, möchte gern verleugnen, was ich sprach, doch weg mit Form. Sag, liebst du mich? Ich schwöre beim Mond, der Silbern dieser Bäume wird... Und schwöre nicht beim Mond, dem Wandelbaren, damit ich wandelbar dein Lieben sei. Wobei denn soll ich schwören? Lass es ganz. Oder willst du schwören, so schwör bei deinem edlen Selbst, dem Götterbilde meiner Anbetung. Wenn die Herzensliebe... Nein, schwöre nicht. Obwohl ich dein mich freue, freue ich mich nicht des Bundes dieser Nacht. Es ist zu rasch. Zu unbedacht, zu plötzlich. Wo ich immer sagen kann, es blitzt, träume süß. Sommers warmer Hauch kann diese Knospe unserer Liebe zu wundervollen Blumen entfalten, bis wir uns wiedersehen. So süße Ruhe und Frieden, als mir im Busen wohnt, sei die beschieden.
Willst du lassen mich so ungetröstet? Welche Tröstung kannst du diese Nacht begehren? Gib deinen Liebesschwur für meinen. Ich gab ihn dir, ehe du darum gefleht. O selige, selige Nacht, doch fürcht ich, weil Nacht mich umgibt, dies alles sei nur ein Traum, zu schmeichelnd süß, um wirklich zu bestehen. Drei Worte, Romeo, dann gute Nacht. Wenn deine Liebe tugendsam gesinnt Vermählung wünscht, dann lass es mich morgen wissen, durch jemanden, den ich dir zusenden will. Wann und wo du willst die Trauung vollziehen, dann leg ich dir mein ganzes Glück zu Füßen. Schlaf wohn auf deinem Aug, Friedruhe in deiner Brust. O wär ich Fried und Schlaf und ruht in solcher Lust. Morgen will ich zum Heim des Grafen gehen, mein Glück ihm sagen und um Hilfe ihm flehen. Romeo, komm zurück! Julia, kommt heraus! Der Graf hat ein neues Edikt erlassen. Herold! Und obwohl drittens die Untertanen unserer Grafschaft unsere Leibeigenen sind, sollen die Bürger zu Neuwied als Freie gelten. Auch ihre Kinder und Kindeskinder sollen frei sein. Dafür stehen wir und unsere Nachfolger auch gegen jeden Einspruch von außen ein. Ihr dürft heiraten. Romeo! Julia!
und auf das viertens die Stadt zu besserem Aufnehmen und Vergrößern gelangen möge, so haben wir 4 Jahrmärkte, deren 3 von Alters von Oberbiber gewesen, da selbst hin transferiert und angelegt, wie gleichfalls einen Wochenmarkt anzustellen, erlaubet und freigelassen. Kartoffeln! Die neue Köstlichkeit aus den spanischen Kolonien. Kleine Tücher, große Tücher, gewebt aus Seide. Ich habe Kartoffeln gesagt. Hier, die guten Kartoffeln, ganz neu. Probiert sie aus. Kartoffeln! Probiert die Kartoffeln! Deine Kartoffeln, die sehen wohl eher so aus, als ob die im feuchten Keller überwintert haben. Und aus deinen Lumpen mache ich noch nicht mal Kartoffelsäcke. Was sagst du da? Verzeiht! Wollt ihr nicht eure Ware zeigen? Natürlich, Gnädigste, sehen Sie nur. Reiner venezianischer Stoff, nur für Sie. Das ist schön. Wie viel wollt ihr dafür? Lasst euch von dem bloß nicht über so hauen. Ach, Schweigbauer. Für Sie natürlich zum besten Preise. So an die... Solch große Kartoffeln habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Das ist eine ganz neue Sorte. Sie sind sehr, sehr gut zu kochen. Ach, Fräulein, sehen Sie doch lieber hier, gerade eben von einem Webstuhl aus Neuwied selbst reingekommen. Ach, genug! Behaltet doch eure Waren! Was vertreibst du meine Kunden? Kunden! Das sind die Händler! Los, treibt sie auseinander! Damit die Stadt viertens schneller wachse und größer werde, haben wir 4 Jagdmärkte, von denen 3 früher in Oberbiber abgehalten wurden, nach Neuwied transferiert. Außerdem haben wir die Abhaltung eines Wochenmarktes erlaubt. Die Neubürger von Neuwied sollen die gleichen Rechte an Wald, Wasser, Weide und Jagd wie die Bürger von Langendorf und Heddesdorf haben. Außerdem ist es erlaubt, im Rhein zu fischen und Wasservögel zu jagen. Was nun? Fünftens, die niedere Jurisdikationalia und Regiment in oft bemehlter Stadt belangen tut, so konzendieren. Und verwilligen wir hiermit Kraft dieses, dass die Einwohner nach Erfordern und Gelegenheit der Stadt aus ihren Mitten von qualifizierten und tüchtigen Personen so erbaren und friedsam Lebens und Wandels sind, ein Magistrat erwählen. Erhebendes Gefühl! Dem Grafen sei Dank! Endlich dürfen wir über einen Teil der Steuereinnahmen selbst bestimmen. Ja, ihr habt gut reden. Das wird doch eine prachtvolle Straße werden. Straße? Ich wollte lieber eine Stadtmauer. Sag mal, was nörgelst du eigentlich die ganze Zeit herum? Wir haben demokratisch. Wir haben demokratisch abgestimmt. Ich hätte trotzdem lieber eine Stadtmauer. Über diese Straße kommen doch die heidnischen Horden. Ja, überhaupt, was soll die denn gut für sein? Sag doch mal. Ja, sonst kommen doch diese heidnischen Horden hier uns in die Stadt, brennen die Häuser nieder und schänden unsere Frauen. Siehst du hier irgendwo heidnische Horden? Außerdem gehen wir mit solchen Bedrohungen heute anders um. Genau. Wie gehen wir denn damit um? Ganz einfach. Spontane soziale Assimilierung gefolgt von ökonomischer Okkupation. Hä? Wir heißen sie im Namen der Stadt willkommen, laden sie in die Kneipe ein und ziehen ihnen dann das Geld aus dem Säckel. Besteuerung heißt das Zauberwort. Das erkläre ich euch später. Und ich hätte trotzdem lieber eine Stadtmauer. Wir haben abgestimmt. Genau. Dann bau dir doch deine Mauer. Das mache ich auch. Thank you.
Ist das nicht der Pfaffe, der unser Kind wegnehmen wollte? Was macht er denn da? Er baut sich eine Stadtmauer. Aber das sieht für mich eher so aus, als ob... Hey, Pfaffe! Halt, halt, halt! Lass ihn doch! Er wird schon dahinter kommen, was er da treibt. Das wird lustig. Ich habe unseren Pfaffen noch nie so unterhaltsam gesehen. Nein, da hättet ihr ihn mal bei der Stadtratssitzung erleben sollen. Was für eine tolle Mauer! Weiter so, Pfaffe! Hier, da passt nur eine Reihe oben drauf! Pass auf, gleich ist er nicht mehr zu sehen. So ein Trottel. Und gleich ist er weg. Hallo? Hört mich jemand? Hilfe! Hallo? Die Bürger der Stadt sollen fünftens aus ihrer Mitte, aus ehrbaren und qualifizierten Bürgern, ein Magistrat bilden. Zudem ausdrücklich auch Personen, die nicht dem reformierten Bekenntnis angehören, zugelassen sind. Auch erhält sich der Magistrat die niedere Gerichtsbarkeit in solchen Sachen, die 50 Reichstaler nicht überschreiten. Alle anderen Rechtsstreitigkeiten werden vor dem grafischen Gericht verhandelt. Es gilt der im Reich übliche Instanzenzug. Ferner ist Dexens abgeredet und festiglich beschlossen, dass die Akisen von Wein und Bier zu verstehen, was in Wirtshäusern mit der Maß verzappelt wird, zur Halbscheid uns und die andere Halbscheid oft gemeldeter Stadt gehandreichet und gelassen werden. Heißt das, dass das Bier jetzt noch teurer wird? Nein, es geht nur ein Teil der Steuer, die dem Grafen zugute kam, jetzt an die Stadt. Lass uns was trinken, bevor der Wirt noch was aufschlägt. Ich hab doch gerade gesagt... Ja gut, das war nur ein Scherz. Hey Julia, du hast Gäste. Ich hab euch schon gehört. Laut genug war's ja. Und du? Hast du nichts zu tun? Hey, ich hab bis eben gearbeitet und jetzt wollte ich mal nach meiner Liebsten sehen. Komm, setz dich. Zur Stunde bist du nicht mein Mann, sondern nur ein Gast. Ich muss noch arbeiten. Und überhaupt, wenn du willst, dass ich mich zu dir geselle, musst du dir schon ein bisschen mehr Mühe geben. Probier's mal mit einem Reim. Ja, Mann, mir fällt keiner ein. Oh, das ist gut, ja, das ist gut. Ja. Pass mal auf. Markus, mach uns den Rattenfänger. Du, ich bin so wild nach deinem Erdbeermund, ich schrie mir schon die Lungenwund nach deinem weißen Leib, du Weib. Im Klee, da hat der Mann gemacht, da rührt ein süßer Zeitvertreib, dir die lange Nacht, da will ich sein. Jetzt. Ich muss noch arbeiten. Und du, spiel lieber ein schönes Trinklied. Ist besser fürs Geschäft. Trinken 7 Tage lang, was sollen wir trinken? So ein Durst. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang, was sollen wir trinken? So ein Durst, es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen, roll das Wasser rein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Es wird genug für alle sein.
Wir trinken zusammen, roll das Wasser rein, wir trinken zusammen, nicht allein. Gut, dass die so viel saufen, da kommt Geld in die Stadtkasse. Sie wünschen? Sag dem Wirt, ich komme die Steuern kassieren. Ja, ja, kaum sind die Rechte verlesen, da kommt ihr schon kassieren. Seid froh, dass wir nicht noch Steuern auf euren Gesang erheben. Ach, geh mal nach Hause. Ferner wird sechstens zugebilligt, dass die Steuern von Wein und Bier, welches in der Stadt verzapft und ausgeschenkt wird, zur Hälfte uns und zur Hälfte der Stadt zugutekommen sollen. An der Aufteilung der Steuern darf keiner unserer Nachfolger ohne Zustimmung der Stadt etwas ändern. Da du mein Liebsten bist, da du wohl weißt, komm bitte Nacht, sag, wo du heißt. Komm bitte Nacht, sag, wo du heißt. Komm du um Mitternacht, komm du Glock in. Das läuft, ich schlaf allein. Das läuft, ich schlaf allein. Und was siebtens? An ein oder anderem Einwohner und Bürgern zum neuen Wied misstätig erfunden und nach Anleitung Artikel 5 straffällig ersendet wird, er habe in oder außerhalb der Ringmauer, Wallen oder Bezirk der Stadt Civilita oder Criminalita gesündigt. Ja, jetzt hörst du mir. Lass mich! Verschwinde, du hast getrunken. Der Bauernteufel verdient dich nicht. Ich will dir zeigen, was ein rechter Mann ist. Wenn mein Mann das erfährt, bringt er dich um! Und was nehme ich mir jetzt, was mir gehört? Du verdammtes Luder! Wenn ich dich nicht haben kann, dann soll dich keiner haben! Und jetzt komm mit mir, denn du wirst es bereuen! Niemals! Komm, verdammt, du Luder, du Hexe! Hexe! Was ist hier los? Er hat... Sie hat mich mit Magie belegt, sie ist eine Hexe! Glaubt ihm kein Schwein. Wort! Du sprich weiter! Satansbraut hat mich mit Magie in den Bann geschlagen. Ich bin nicht mehr Herr meiner Sinne. Helft mir, Hochwirt. Diese ganze Familie gehört ausgerottet. Sie ist eine Hexe. Das glaube ich nur zu gern. Erst verweigert sie ihrem Kind die Taufe und lässt es gottlos aufwachsen. Und der Graf heißt das auch noch gut? Ist mir egal. Hauptsache, sie soll brennen. Du willst nur nicht, dass mein Mann erfährt, dass... Schweig! Und du sei jetzt auch still. Wir müssen sehr besonnen handeln. Dem Grafen gilt das Wort der Heiligen Mutter Kirche nicht mehr viel in dieser Grafschaft. Wir müssen sie bei Nacht in eine andere Grafschaft bringen, wo das heilige Recht der Mutter Kirche noch gewahrt wird. Und du wirst mir dabei helfen. Nein! Nur zu gerne! Und du wirst vor ein Inquisitionsgericht gestellt werden. Und dort wirst du dich entweder als Hexe kennen und wirst verbrannt werden auf dem Scheiterhaufen. Oder du bekennst dich und dann wirst du bei Wasser und Brot eingekerkert werden. Lebenslang. Entscheide dich! Ja, denn die Kirche ist gnädig gegenüber denen, die ihre Sünden bekennen. Entscheide dich. Lebenslängliche Gefangenschaft? Ihr wollt mich von allem trennen, was mir lieb ist? Zündet euer Feuer nur an. Oder glaubt ihr, ich fürchte es so sehr wie das Leben an der Ratte noch? Meine Freunde haben recht gehabt. Sagt mir, dass ihr ein Narr wäret und dass ich weder auf eure schönen Worte hören
auch eurer Barmherzigkeit trauen sollte. Wenn ihr die Lippen bewegtet, habt ihr auch schon gelogen. Glaubt, das Leben sei nichts, ist nicht mausetot sein. Nicht Brot und Wasser ist das, was ich fürchte. Ich kann von Brot leben. Hab ich je mehr verlangt? Und auch Wasser zu trinken ist kein Ungemach, solange es rein ist. Brot birgt mir keinen Kummer und Wasser kein Betrübnis. Aber mich vom Lichte des Himmels und von Anblick der Felder und Blumen fernzuhalten, meine Füße zu fesseln, sodass ich meinem Gatten nicht mehr in die Augen blicken, meinen Sohn nicht mehr in den Armen wiegen kann, mich üble, feuchte Dunkelheit einatmen zu lassen, und mich von allem fernzuhalten, was mein Leben bedeutet. Denn das ist schlimmer, als der Ofen in der Bibel, der siebenmal geheizt worden ist. Ich könnte im einfachen Rock umherlaufen. Ich könnte es ertragen, von Brot und Wasser zu leben, wenn ich nur den Wind in den Bäumen, die Lerchen im Sonnenglanz und die Stimmen meiner Lieben hören könnte, die für mich klingen wie die Engel in Windesflügeln. Aber ohne das kann ich nicht leben. Und ohne das will ich nicht leben. Und weil ihr mich oder irgendein menschliches Wesen dieser Dinge berauben wollt, weiß ich, dass euer Wort das des Teufels ist. Meines aber, das Gottes. Seine Wege sind nicht eure Wege. Und wenn es dein Wille ist, dass ich durch das Feuer in seinen Schoß eile, dann sei es so. Ich bin sein Kind und ihr verdient es nicht, dass ich unter euch weile. Dies ist mein letztes Wort an euch. Jetzt reicht aber langsam mal. Fort mit ihr! Halt! Lasst diese Frau in Frieden! Ihr wagt es erneut, euch den Delikten des Grafen zu widersetzen? Und schlimmer noch, ihr wolltet diese Frau bei Nacht und Nebel aus der Grafschaft verschleppen. Und noch schlimmer, sie eines unhaltbaren Vorwurfs wegen als Hexe verbrennen oder auf ewig in den Kerker werfen lassen. Und du, glaube nicht, wir haben dich nicht beobachtet. Seit du dieser Frau das erste Mal begegnet bist, stellst du ihr nach. Jetzt, wo sie dir deine Grenzen aufzeigt, da verleugnest du sie als Hexe. Dies ist eine rechtschaffene, ehrbare Frau. Sie arbeitet fleißig und ist ihrem Manne treu. Wie dem auch sei, der Magistrat ist informiert und wird jetzt über euch richten. Im Namen der Stadt ergeht folgendes Urteil. Ihr werdet 3 Tage und Nächte diese Schandmaske tragen, um zu zeigen, dass eure Ohren Unwahrheiten und Lügen allzu gerne aufnehmen und eure Zunge in böswilliger Absicht sie weiterführen. Außerdem werdet ihr zu einer Geldstrafe von 30 Goldtalern verurteilt. Niemals in meinem Leben werde ich diese Maske tragen, nur über meine Leiche. Wie du willst. Denn höret, wenn siebentens beim Verfahren vor dem städtischen Gericht Geldstrafen verhängt werden, so sollen diese je nur zur Hälfte der Stadt und dem Grafen gehören.
Damit alles mit rechten Dingen zugeht, überwacht ein Jurist aus der gräflichen Verwaltung das Verfahren und die Geldaufteilung. Julia! Und ihr zwei geht. Der Graf wacht über euch. Was euch angeht, euer Vergehen liegt schwerer. Es unterliegt nicht mehr der einfachen Gerichtsbarkeit. Der Graf wird sich um euch kümmern. Folgt mir. Zum Achten, versprechen und wollen wir einem jedweden, welcher baden will, so viel Platzung oder Hof reiten, als er zu verbaden vornehmen und notdürftig so sein wird. Ohne Entgeltnis assignieren und anweisen, wobei dann die jetzigen Einwohner und künftiger Magistrat genau Achtung habe und nicht zugeben sollen, dass die Gassen verabbaret oder verschmälert, sondern die Richtschnur nach vorgesetzt werden. Da sind denn die neuen Bauherren? Wo ist denn nun unser Grundstück? Seid ihr nicht der ehemalige Antreiber von den Frondienstleistenden? Ach, du bist das. Und du verteilst jetzt die Baugrundstücke? Ja. Seit man mich als Motivator beim Bau nicht mehr braucht, hat mir jetzt der Graf eine andere Anstellung gegeben. Ich verteile Baugrund an Neubürger. Vom Antreiber zum Grundstückmakler. Das ist nicht mal Karriere. Und wo ist jetzt unser Grundstück? Vor deiner Nase. Ja, welches jetzt? Das, dies oder jenes? Das ist doch offensichtlich. Guck mal. Das ist ein Grundstück für ein junges Paar. Das ist ein Grundstück für einen Junggesell. Und das ist eine Gasse für Fuhrwerke. Durch solche hohle Gasse wird er kommen. Ja, langsam aber sicher geht uns halt der Baugrund aus. Aber ist das nicht ein wenig klein für Familie mit Kindern? Was ist, wenn wir noch mehr Kinder bekommen? Ganz einfach. Ihr fangt mit einem Erdgeschoss an und wenn ihr noch ein Kind bekommt, dann baut ihr noch ein Stockwerk drauf. Und was ist, wenn wir 12 Kinder bekommen? Dann, dann zieht ihr um. Ja, ist gut, wir nehmen's. Ja, Gott sei Dank. Lauft nicht weg, wir kommen gleich wieder. Hey, Leute, in der... Hey, keine Verleumdung. Ich bin der gräfliche Grundstückszuteiler. Ist ja nur so, dass du vor kurzem mit deiner Peitsche noch die Leute zum Frondienst motiviert hast. Hey, pass bloß auf. Oder willst du noch mal 3 Tage in der Schandmaske verbringen? Gott bewahre. Seitdem habe ich keinen einzigen Tropfen mehr getrunken. Ey. Ja. Komm, lass gut sein. Ja, das ist dein Grundstück. Das ist aber ganz schön klein. Für den Junggesellen reicht's. Und was ist, wenn wir das Loch da schließen? Dann könnte ich doch größer bauen. Das geht nicht. Irgendwie müssen doch die Bauern mit ihrer Ware zum Marktplatz kommen. Ach, und was ist, wenn wir... Wir sind wieder da. Was willst du mit dem Stein? Das ist der Grundstein für unser Haus. Grundstein? Ja, immer wenn wir etwas Geld übrig haben, legen wir es beiseite und kaufen dafür einen Stein. So bauen wir unser Haus dann auf. So in 5 bis 10 Jahren sind wir dann fertig.
Hier, das sieht doch wunderschön aus. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Wenn du meinst. Darf ich euch euren neuen Nachbarn vorstellen? Hä, ist das nicht der Mistkerl, der letzte Woche meine Freundin als Hexe bezeichnet? Hey. Lass mal gut sein. Er hat dafür gebüßt, außerdem war er betrunken. Ja, seitdem hat er keinen Tropfen mehr angefasst, ehrlich. Lass ihn. Gib ihm eine Chance. Nun gut, auf eine glückliche Nachbarschaft. Tut mir wirklich leid. Ja, wenn der Nachbarsfriede jetzt wieder hergestellt ist, dann kann ich ja gehen. Und ihr wollt wirklich hier einen Stein nach dem anderen erwerben für euer Haus? Siehst du eine andere Möglichkeit? Nun ja, ihr seht, mein Grund ist ein bisschen klein. Wenn ihr mir was von eurem abtretet, dann könnt ich mit ein paar Steinen aushelfen. Aber unser Baugrund ist schon klein genug. Aber wie wollt ihr bauen? Ihr wisst doch, der Graf, der legt Wert auf ein schönes Stadtbild. Zum Beispiel, wenn ihr euch mal diese schönen Grünanlagen ansehen. Grün, wohin das Auge reicht. Es lädt doch einfach zum Entspannen ein, oder? Ist doch unglaublich. Oder dort am Tor die goldenen Löwen. Was für eine wunderbare Gussarbeit das ist. Guck mal hier, der Graf, der ist sogar so reich und legt so weit auf sein Stadtbild, dass er sogar zwei Wetterhähne hat. Ja, oder schaut euch nur diese wunderbar gearbeiteten Vasen an. Und selbst unsere Dorftrottel sind alle kultivierter als in anderen Städten. Hey, was soll das? Euer Haus trinkt ja fast das Meinige. Nee, eures ist das Meinige hier. Kein Streit mehr. Sollen wir alle mehr davon? Nun gut. Ja, gut. Halt! Du läufst durch unser Haus. Wie durch euer Haus? Wo ist denn die Gasse hin? Das ist... Kontinentaldrift. Tektonisches Gebiet. Erdbebenbedingte Verwerfungen. Was? Alles rückt näher zusammen. Ja. Und ihr wollt jetzt also gemeinsam in einem Haus wohnen? Nein! Was denn dann? Ja, zwei Häuser, nur eben zusammen. Genau, ein Doppelhaus. Nee, ein Zweihaus. Nee, Doppelhaus. Ah, ja. Und wie willst du dann den Teil des Hauses nennen, der deine ist, der nicht der anderen ist, in dem du wohnst, in dem du mit den anderen nicht zusammen wohnst? Ja, Doppelhaushälfte! Achtens versprechen wir jedem, der ein Haus bauen will, einen kostenlosen Bauplatz. Der Magistrat soll darauf achten, dass alle Häuser nach Plan gebaut werden. Hausbauer und Hauskäufer bleiben für 10 Jahre nach Bau oder Kauf von allen Abgaben verschont. Erst danach wird über eine gewisse jährliche zu erhebende Grundsteuer verhandelt werden. Grund und Boden und Häuser können vererbt werden. Gräfliche Beamte und Adelige, die in Neuwied Häuser bauen wollen, befreit der Graf von allen öffentlichen Lasten. Letztens zur Erholung zwischen der Herrschaft und Bürgerschaft beständiger Güter Vertrefflichkeit, so finden wir nötig, dass hierin graviert und vorbehalten werde, dass unsere Erben und Sukzessoren nicht Macht haben sollen, die uns ob gewähltermaßen vorbehaltenen Renten und Gefalle zu verpfänden, noch zu veralienieren, es sei an die Stadt selbst. Hey! Jubel! Schade. Ich hatte eigentlich schon meine ganzen Ersparnisse beiseite gelegt, um den Grafen zu bitten, mir das Recht auf Frondienst zu verkaufen. Ich hätte gern mal wieder meine Peitsche benutzt. Einmal Leutchen da, immer Leutchen da. Hey. Wir werden nie wieder nach deiner Pfeife tanzen. Peitsche? Ja, ich meine dann nach deiner Peitsche tanzen. Außerdem hast du es falsch verstanden, es geht um die Steuern. Ihr streitet euch doch nicht ausgerechnet diesen feierlichen Moment. War doch eh nur ein Scherz. Versteht ihr keinen Spaß mehr? Deine Peitsche macht keinen Spaß. Lass mal. Immerhin hat er beide Augen zugedrückt bei der Planung unserer Häuser. Ich meine, hat er sich beim Grafen beschwert wegen der Doppelhaushälfte? Außerdem macht mir meine neue Arbeit sowieso viel mehr Spaß. Ja? Früher als Antreiber haben die Leute mich alleine gelassen und hinter meinem Rücken über mich gemurrt. Heute geben sie mir ein Bier aus. So, still jetzt, der Graf kommt. Lasst uns ihm unseren Dank erweisen. Im Namen der Stadt und aller Bürger danken wir euch für die Freiheitsrechte, welche ihr uns verliehen habt. Und wir
werden das Unsrige tun, damit diese Privilegien unsere Stadt wachsen und gedeihen lassen. Nun denn, erhebt euch als freie Bürger in Neuwied, denn das seid ihr ja nun jetzt. Herr Graf. Ja, was will er? Euer Durchlaucht, könnt ihr mir vielleicht erklären, was veralienieren bedeutet? Herold, bitte, tritt nach vorn. Ja, Durchlaucht. Verkünde noch einmal das neunte Privileg, aber bitte in einer Sprache, die auch das einfache Volk versteht. Ich weiß, das ist sehr schwer. Sehr gut. Um letztens das Vertrauen zwischen Herrschaft und Bürgerschaft zu verstärken, so verfügen wir, dass unsere Erben und Nachfolger unsere Einkünfte aus der Stadt nicht verpfänden dürfen. Es sei denn an die Stadt selbst. Alle Verabredungen, die diesem Artikel zuwiderlaufen, sollen ungültig sein. Jeder, der gegen die Stadtrechte und Freiheitsrechte verstößt, soll mit 10 Mark in Gold bestraft werden. Nun denn, so lasst uns die Fanfare ertönen hören zur Aufführung bzw. zur Verkündung des neunten Privilegs. Und anschließend wollen wir uns den Dank der Neuwieder Bürger entgegennehmen für diese ganzen Privilegien und das Spiel, Leute. Musiker, Gaukler, alles auf die Bühne, damit noch ein bisschen Spaß hier herrscht. Und euch, Bürger, Speis und Trank ist für euch bereitet. Lasst es euch wohl ergehen und lebet wohl.